Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part und dem letzten nachkommentierten Part. Mit nichts. Weißt du, es war vielleicht gerade ein bisschen durcheinander. Ja, Sommer, geht der denn noch? Ja, genau. So. Ja. Das war gerade ein bisschen durcheinander. Aber ja, ist egal. Ein Spinnen-Spawner, wo die Spinnen nicht durchkommen. Das ist ja crazy. Oh. Links, links. Wahrscheinlich rechts, links. Ganz genau zu wissen zu wollen, wo es hingeht. Wo links, rechts, links. Mhm. Ist immer noch nachkommentiert, wie gesagt, der letzte. Bestimmt. Wir sind immer noch in der Höhle. Ne, wir finden das immer noch nicht. Ah, und ich glaube, hieran kann ich mich noch dran erinnern. Echt? Ja. Achso, ja genau, da habe ich eben dieses Zombie-Ding angesprochen, hier in der Kettenrüstung. Ah. Erst und, mal ein paar habt ihr es gesehen? Lassen. Was der gedroppt hat? Eine Kettenhose. Die muss ich natürlich... Ja, aber wir müssen jetzt alle drei da ranstellen, das ist irgendwie... Lege ich die nicht direkt an? Ganz günstig, ne? Ja, ich weiß, wie die schon mal waren. Eigentlich fand ich die ziemlich geil. Ich zeig die denen, glaube ich, auch gleich noch. Naja, Edel würde ich das nicht bezeichnen, aber okay. Aber irgendwie wird es hier nichts. Mach ihr mal. Ich glaube, ich habe das gar nicht so schnell gesehen. Ernsthaft? Ja, genau. Wow. Oh, das sieht so widerlich aus. Verkettenmüsse in der alten Farbe. Er sieht richtig schlimm aus. Er sieht schon. Sieht schon echt nicht so läuft geil aus. Ja, Hashtag läuft bei dir. Oh mein Gott, ich kann gar nicht hinsehen, Max fällt mir. Aber ich finde die geil, ich behalte die. Ich möchte Max nicht, dass die kaputt geht. Ja, ja also, Max ist augenlos. So kalte Dinger. Ja, das. Ja. Ja. Ach, 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 ach. Wie ist, glaube ich. Ist das so lustig. Oh, da hab ich wohl wieder einen Witz gerissen. Nee, Arne? Ja, lasst mich doch mal was ausdrücken. Was machen wir in dem Boden? Den Boden in der Havano oder in was? In dem Kubus. Nennen wir ihn Kubus. Ja, ich wollte jetzt ja nur schöner klingen machen. Ja. Ja, keine Ahnung. Wie wär's mit hier Marmor? Hast du eine Fackel, Arne? Wie Marmor? Was ist Marmor? Ja, Mann, Netherquartz, Marmor, Dinge. Also du meinst das Weiße? Marmor ja, ist doch was. Aua. Ja, okay. Kannst du mir ein paar Fackeln abgeben, bitte? Ich hab vorher extra gefragt. Achso. Hier ist die epischste Antwort, die ich geben können. Dann geh ich neben dem Stein hältst du auch sagen. Ja. Ich bin mir noch sehr sicher, dass ich ihn gefragt habe, ob er Fackeln hat. Diese unvorbereiteten Leute. Wo seid ihr? Da unten. Unten? Ist der noch über uns, oder was? Nee. Ich bin gleich wieder da, Arne. Hab keine Ahnung. Nee, ich bin nicht irgendwie. Ja, ich glaube, wie ich es gerade schon angesprochen habe, wollten wir hier einfach nur Max hochleveln, für sein edles Ziel, einen Feuerbogen zu schaffen, um Nickels zu töten. Ja. Alter Vater. Stimmt. Das kann ich leider gar nicht mehr sagen, was mir da durch den Kopf gegangen ist. Welchen Singkünsten? Dankeschön. Achso, ich glaube, es ging darum, irgendwie von wegen, dass Nickels immer direkt anfängt, irgendwas zu singen, wenn man ihn an irgendwas erinnert mit seiner lieblichen Stimme. Ich habe es natürlich nicht so nett ausgedrückt. Nickels muss denken, what the fuck, Alter. Das klang gerade richtig komisch. Er ist noch an uns gewöhnt. Er ist also wir schlagen wir uns gegenseitig. Du kriegst die Seite, ich krieg die Seite. Was? Ey, Glenn ist ein verdammt cleverer Bursche. Ja, irgendwie, da ging es auch um die Rohstoffe hier in der Höhle. Dass Arne uns die ja streitig machen will in unserer Höhle. Ist schon ein Rabauke, wa? Ist schon. Ist ein Rabauke, ja. Übrigens nochmal erwähnt, ja, das ist jetzt. Fabi, ist... wenn du willst, gebe ich dir nachher 50% der Kohle ab. Das ist mir egal. Moment, über das Verhandeln reden wir noch. Nee, hier, das ist nicht der aktuelle. Die hören mich ja gerade nicht, das haben wir ja alles aufgenommen. Ich habe nur meinen Audio-Sound verschüttet. Richtig, gar nicht. Ich mach das auf jetzt. Quatsch.
Also wie gesagt, das ist ja nachkommentiert. Nur nochmal für die Leute, die sich darunter nichts vorstellen können. Oh, und da ist meine Spitzhacke. Im Arsch. Ja. Lassen wir uns mal nicht so stören. Hol einfach weites, edles Häckchen raus. Den Prozess etwas beschleunigen. Den Prozess meiner Vernichtung, meinst du? Ich hab dich 3 oder 4 Mal gefragt, hast du Fackeln dabei? Ja, ist ja nicht so, als hätten wir darüber nicht geredet. Ah, ja. Ich hab ja meine Fackeln vergessen. Nö. Da war ja was. Oh, da ist Gold. Die das Fackeln will ich haben. Vergessen hab ich die. Na. Die Lava Anstein. Und der nee. Zombie sind da sehr gefährlich. Oh, also eher in Kombination einzeln. Jetzt vielleicht nicht so. Ah, Sackgasse. Sackgasse. Ah. Nee. Weil die irgendwie nur ganz wenig EP geben. Vor mir, direkt ein Block vor mir, ist gerade ein Zombie in einer Goldrüstung gespawnt. Ziehen aus. Ziehen aus, what the fuck. Ihn nicht ausziehen, jedenfalls. Das ist aber komisch. Ja, denn die Rüstung würde ihn nicht stören. Hammer eklig. Er würde ein Loch bohren. So, ich habe jetzt aus dem ganzen Scheiß 20 Quarzblöcke rausbekommen. Ah, hier ist der meine Freund. In die Spitzhacke gelaufen, ist er getan, die. Da ist er mir nicht ganz, ne, aber fast. Was willst du von mir? Abi, hör auf. Nein. Nichts. Ich dachte schon. Ja, ich weiß. Und dann habe ich zu gesagt, ich dachte schon, habe ich gesagt, mach das lieber nicht. Boom! Hättest du Bescheid sagen sollen? Wie geil war das denn? Hättest du, ja, danke Max. Aber wenigstens sind wir sicher gelandet. Wir sind perfekt auf einen anderen Vorsprung gesprungen, ne? Weiß ich gar nicht mehr, dass mich da ein Creeper erwischt hat. Entdeckt ein Teil der Höhle. Den muss Max natürlich sofort wie erforschen. Aber ich weiß viel nicht, dass er uns nachher noch für Höhlenmenschen hält, wenn er wieder seine Orientierung verliert. Silo. Das wäre ja mal was. Wie Dory aus Findet Nemo. Hey Leute, wie geht's? Wer seid ihr? Ein Penny. Ein Penny. Genau. Ein Penny. Ich glaube gleich, ich weiß, was ich gleich nochmal für ein Thema anstoße. Weil ich finde, das erinnert mich so ein bisschen an dieses Millenniums-Puzzle von meiner Mutter. Oh, nein, die Höhlen hier. Die wollen das erstmal nicht so ganz kapieren, bis sie erstmal darauf kommen, was ich meine. Ja. Da, wo der Pharao da drin gefangen ist. Das erinnert mich da total dran. Die stehen so auf dem Schlauch. Ach, du meinst dieses komische Ding, wo dein Treppen auf... Er meint das Millennium-Puzzle in... Genau. Into the Deep, Alter. Ja. Dann liegt die halt. Was wahrscheinlich... Ist der Motto? Ich führe das wahrscheinlich da noch ein bisschen besser aus. Ich bin Yu-Gi-Oh! Ich bin Mr. Motto! Yu-Gi-Oh! Motto! Ach ja, das waren Zeiten noch, ne? Haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Sag ich auch vielleicht nochmal irgendwie was von wegen, dass... Von der Serie waren nur die ersten... Ja, naja. Und hier die Akademie ging auch noch, fand ich. Ja genau, die Akademie fand ich eigentlich total schlimm. Da ging nur die erste Staffel, alles andere war totaler Schwachsinn, weil... Die kämpfen dann da irgendwie, was weiß ich. Ja, ja, von der Akademie oder nicht? Mit irgendwelchen Karten. Curry-Karten oder sowas. Das ist okay, so schlimm. Okay, der kann mir jeden Shirt. Ja. Naja. Ja. Ich glaube, ich habe immer noch hier irgendwo die ganzen Karten von dem Hauptcharakter. Ohne Spaß, ich habe die alle gesammelt. Komplette Deck habe ich nachgebaut. Oh ja, und die sind richtig scheiße einfach mit den Decks. Das ist richtig schlimm. Eigentlich ja, die Elementarhelden, ne? Wenn du nicht das ziehst, was die Leute in den Serien ziehen, weil es genau passt. Damit selbst das nicht, weil es einfach bessere Karten gibt. Das ist einfach keine Schnitte. Ich bin verwirrt. Das passt auch wieder zu dem Millennium-Puzzle, ne? Aber ist egal. Ich bin nach Hause, mir ist kalt. Mir ist kalt, genau. Mit Hunger.
Ach, und ich habe mich gerade gewundert, ich habe hier auf die Zeit geguckt und mich gewundert, warum die 4 Minuten einfach nicht vorbei sein wollen. Oh, Max, ich habe übrigens die perfekte Autorun-Funktion bei DayZ gefunden, ne? Was ist die 4-Stunden-Grenze? Ja, soll ich sagen, wie meine ist? Na? Klemme Portemonnaie auf W-Taste. Nein, bei mir ist es Klemme 20 Cent Stück in W-Taste. Passt perfekt in die Rocket-Tastatur. Läuft. Also ich leg mal einen Stein auf die W-Taste. Ja, aber nicht so einen Stein. Oh, kein Stein. Ha. Denk mir bitte im August zu meinem Geburtstag so einen Stein, bitte. Einfach okay. Einen Stein. Ja, wo mach ich? Boom! Da ist wieder Max, sag ich schon, Fabian, der Wortgigant. Mit den Überleitungen. Du weißt schon, dass du es gerade herausbeschworen hast. Ne? Ja, ist auch in Ordnung. Okay, gut. Ein Stein geschenkt bekommen ist auch noch besser als nichts geschenkt bekommen. Den wird er bekommen. Er kriegt einen Stein. Ja, wenn der Stein noch toll aussieht, dann ist es sogar... Ganz cool. Und am Ende ist im Stein so ein Diamant eingeschlossen. Ich lasse ihn immer fallen. Dann kommt so ein Diamant daraus. What the fuck? Dann hätte er sich das aber verdient. Das ist so awesome. Und du willst nicht einen Cent von mir sehen. Da kommt ein giftiges Gas raus, was man nicht... Das Arne da eingeschlossen hat. Nicht erfunden, sondern gefunden wurde. Erfunden wurde. Haben wir gesagt, ist Arne da eingeschlossen. Ja, ich hab schon einige Gasopfer, ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Das ist der Stein, der den Weltuntergang hervorruft. Oh, den würde ich aber nicht Nickels geben. Das ist Max, ich denke immer, ich laufe Fabian hinterher, das ist Max. Also wir sehen jetzt überhaupt nicht ähnlich, außer dass wir die gleichen Sachen anhaben. Ich könnte ja wieder meine Kettenhose anziehen. Aber dann würde er cool, wie bei auch vor mir weglaufen. Schliff, im zweiten Teil. Dass wenn Max so aus der Wand rauskäme, das wäre übelst cool. So in der Art war das ja auch. Auf der Dach, glaube ich, sogar, ne? Ja. Ich hab Arne schon letztens erzählt gehabt, darum kommt er jetzt auch gerade drauf. Ich hab mir die Teile alle wie an, die alle 4 sogar. Oh. Und der Fetisch steht ja sowieso ab, der ist ja richtig eigentlich Bullshit. Ganz schlimm mit der Stimme passt einfach nicht. Ja, das auch, aber der ist halt wirklich auch von der Story irgendwo schlimm. Und der erste ist immer noch unübertroffen, zweite ist auch sehr, sehr nett. Der dritte ist von der Action her ganz lustig. So, aber vom Charakter her nicht so doll. Ich fand eigentlich auch nur den ersten gut. Der erste ist einfach nur richtig gut. Ich mag den zweiten sehr gern wegen der Idee, dass halt die alle so Unterwasserviecher sind. Ja, und die komischen Skelette sind trotzdem mehr abgegangen, weil die nicht sterben konnten. Also, okay, die können auch nicht vernünftig sterben, aber trotzdem. Ich fand die aus dem Markt cooler. Und ich fand die im ersten Teil irgendwie cooler. Ja, aber überleg cool, mal. Ich fand allein die Szene cool, wo er an der Orgel spielt, das ist schon am besten. Davy Jones. Mit seinen Armen aus dem Gesicht, besser gesagt. Deinem Bart. Das ist Männlichkeit, mit deinem Bart Orgel spielen kann. Ich zeige euch heute, wie ein Mann sich rasiert. Gar nicht, er rasiert sich nicht. Er lässt seinen Bart sich selber rasieren. I will show today how a man shaves his beard. You don't shave. Men don't shave the beard. So, aus dem ganzen Quarz, was du damals gefarmt hast, das waren 2 Stacks, habe ich insgesamt 40 Quarz also rausbekommen. Das ist ja prickelnd. Das war gar nicht mal so schlecht, oder? Das ist doch nochmal rein in die Hölle, ne? Wie gesagt, sehr prickelnd. Da werde ich wohl jetzt mal in Nether gehen, würde ich mal sagen, ne? Ja. Ab dead. Geh da. Ja, Nether Quarz. Meteor Quarz. Aua, Zombie. Aua, Zombie. Du kleine Allmann. Hure. Allein. Verraten, das ist lieb. Das ist so toll. Das ist erst ist toll. Ja. jetzt weiß ich, was ich wollte. Kann ich jetzt schnell machen, bevor ich vergesse. Schnell mal den Browser aufmachen. YouTube? Guckt er einfach während der Aufnahme irgendwas nach. Frech. Ja, frech. Da frag ich mich gerade, wie ich hier aus der Höhle wieder rausgekommen bin. Na, wisstet ihr jetzt welcher... Oh, gefährlich. Wisstet ihr jetzt welcher DayZ-Part, dann wisst ihr, wer gespielt hat. Hoch, warum auch nicht? Aber mit dem gleichen Banner. Das Thumbnail ist eh das Beste, was es gibt, also... Hopp, wir werden angegriffen. Ein besseres. Ich glaub, Achso, Arne, weißt du, wie du hochkommst? Na egal.
Keine Ahnung von wo das kam, aber. Wie was hoch? Oh, was willst du denn jetzt machen? Weiß nicht, gehst du nochmal rein? Nee, eigentlich nicht. Ist natürlich klar, dass hier alles offen ist. Nein. Kann er ja nicht. Ich möchte dir nachher was zeigen. Wer kann das? Ich glaube, ich gebe das dann jetzt auch gleich auf. Ja, ja. Echt cool. Ah, und da hinten ist ja alle. Olle, Sack. Und eine Kiste. Ich denke schon, da ist was Geiles drin, aber. Spitzhacker bleibt hier. Oh, er war da schon mal dran. Bogen kann mitkommen. Du warst schnell weg. Obwohl eigentlich. Weg. Oh, Arne, du tötest mich jetzt wahrscheinlich gleich sowieso deswegen. Ja? Aber ich werde jetzt unsere geile Spitzhacke mit in den Nether nehmen. Mach's nicht. Mach Alter, es Glück 3 mit dem Diamanten jetzt. Das doch. Mach das es nicht. Ja, mach's doch. Mach es jetzt. Ich hab's jetzt gemacht. Ja, mach. Ja. Er wird garantiert. Ich weiß gar nicht, ob er stirbt oder nicht. Ja, kann er ja. Ja, das ist schon so lange her. Oh mein inzwischen Gott, ist es so lange her, dass wir gespielt haben. Es wäre schon irgendwo witzig, ne? Ah, und man hört einen Slime. Weiß ich. Da weiß ich auch nicht, ob ich den nicht noch finde. Da werde ich von hinten einfach angegriffen. Natürlich ist es genau in dem Moment mein verdammtes Schwert kaputt. Und genau hinter mir. Lol. Oh Mann, das ist ein Spacken. Du probierst es auch immer wieder, ne? Ganz unauffällig. Ja, dicken Namen davon. Stimmt schon. Aber das ist, glaube ich, ein neuer, oder? Oh, erstmal schnell ausmachen. Die gehen mir auch für gute Farben, die ganzen. Sehr schön. What? Ja, jetzt weiß ich wieder, wie alles war. Bam, 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 bam. Auch wie ich rauskomme. Erstmal nehme ich mir alles mit, was wir kriegen können. Zwei Name-Tags. Zwei Name-Tags, also. Oha. Nickels hat immer noch gar kein Name-Tag, hab ich gehört. Jetzt mir egal, ich da gleich was an. Angeln. Wir hatten Fischung mit 30 Vertrauen und werden mir einen Name-Tags angeln. Genau, ja, hier habe ich jetzt was? Nämlich vor. Auch was zum Level-Farmen zu machen. Da haben wir schon mal einen Stack. It's my stack. Na, wird man später sehen. No one ever. Du sagst, ich kann nicht singen. Dankeschön an dieser Stelle. Was? Ich kann besser singen als du, Nickel. Wenn ich mit Absicht schief singe, dann Ich wollte schon sagen, er hat sich viel Zeit gelassen, um sich zu verteidigen. Und ich wollte die scheinbar noch beide aufstacheln hier. Oh, ich werde so viel Diamanten kosten benutzen. Aber ey, das ist halt geklappt. Ja, bitte. Wir haben ganz viel Unterricht von Frau Resenberger genossen. Oh, ja gut. Großes Kino. Auch wenn ich jetzt den Namen nicht so öffentlich in der öffentlichen rum sagen würde, aber ja. Ach so, da sich anscheinend niemand dran erinnert, aus, Aufnahmen switchen. Oh, stimmt. Ich weiß nicht, wie lange wir schon aufnehmen, keiner hat die War sehr gut aufgepasst vom Strohhirn. Hab doch nicht nur Stroh im Hirn. Ich glaube, ja. Ich glaube, deswegen verabschiede ich starten. Mich jetzt, ich jetzt auch jagen, schon. Wenn mal irgendwas da wäre. Ein bisschen geht's noch, aber letztendlich ist ja egal, ob ich jetzt gleich abhaue oder irgendwie noch eine Minute warte. Ne? Genau, klingt vernünftig. Und Max sagt das und heult hier noch irgendwie rum, wie so ein kleines Mädchen. Du musst so einen Zaun rumbauen, dann können die da nicht durch, ja? Wie bei den Spinnen. Ah, stimmt, aber man kann aber sie schlagen. Gehen. Nur das Einsammeln ist dann wieder, ne? Aber ist gar nicht mal so eine schlechte Idee, Max. Hab ich doch gerade gesagt. Ja, da wollte ich. So, Fabi, du darfst übrigens. Da wollte ich ihm die Idee wegnehmen. Hier sieht man, wo wir sind. Das ist direkt da oben das Nether-Portal. Finde ich ziemlich cool, dass wir da rauskommen. Ja, aber trotzdem, ich grab mich jetzt hier noch oben raus. Da werdet ihr wohl nicht mehr mit dabei sein. Ich komme relativ nah bei unserem Haus raus. Und ja, ich denke, ich verabschiede mich jetzt an der Stelle nochmal. Das war's soweit wieder mit dem Nachkommentieren. Ihr seht im nächsten Part wieder den Nickels spielen. Wieder komplett so, wie alles sein muss. Das werde ich. Ah genau, Max wird ihn versuchen mit seinem Feuerbogen zu töten und bis zum nächsten Mal. Dann tschö.
Arne will scheinbar immer in der Aufnahme sein, ne?